Setze dich am besten bequem hin, schließe deine Augen und konzentriere dich dann zuerst mal auf deinen Atem. Nimm wahr, wie du einatmest und ausatmest. Spüre, wie beim Einatmen deine Nasenflügel kühler sind und beim Ausatmen deine Nasenflügel wärmer. Atme ein und aus. Ein und aus. Stell dir dann vor, du läufst eine Treppe hinunter. Du läufst Schritt um Schritt einfach eine Treppe hinunter. Und mit jedem Schritt, den du machst, entspannst du dich mehr und mehr. Du machst in Gedanken nichts anderes, als einfach diese Treppe hinunterlaufen. Schritt um Schritt, Stufe um Stufe. Falls du dir diese Treppe vor deinem inneren Auge nicht vorstellen kannst, das macht überhaupt nichts. Sag dir einfach in Gedanken, ich laufe Stufe um Stufe diese Treppe hinunter, Schritt um Schritt. Und mit jedem Schritt, den du machst, entspannst du dich mehr und mehr. Und immer wenn Gedanken auftauchen, die nichts mit dieser Übung zu tun haben, sag dir einfach, ich laufe weiter, die Treppe hinunter, Stufe um Stufe, und dein Körper entspannt sich immer mehr. Mit jedem Schritt, den du machst, wird die Entspannung von deinem Körper größer und größer. Und von ganz weit unten am Treppenende kannst du langsam ein helles, goldenes Licht wahrnehmen und du läufst Schritt um Schritt einfach auf dieses Licht zu. Und mit jeder Stufe, die du hinunterläufst, kommst du diesem Licht immer näher und näher. Und je näher du kommst, umso mehr wirst du umhüllt von diesem goldenen Licht, das aus einem geschlossenen Raum kommt. Aber das Licht kommt beim Türspalt unten durch. Und du läufst langsam auf diese geschlossene Tür zu, bis du vor der Tür zu stehen kommst. Schritt um Schritt läufst du auf diese Tür zu. Und wenn du bei der Tür angekommen bist, öffnest du ganz langsam diese Tür und es kommt wärmendes, goldenes Licht aus diesem Raum hinaus. Und du trittst in diesen Raum hinein und spürst, dass du von liebevoller Energie umgeben bist. Und in der Mitte von diesem Raum findest du eine Sitzgelegenheit, ein Sofa. Und du setzt dich ganz bequem hin und während du dich hinsetzt, entspannst du dich vollkommen. Und entspanne dich wirklich auf diesem Sofa, genieße die Entspannung und bitte dann in Gedanken deinen Geistführer, er soll sich neben dich setzen. Und du spürst, wie er näher tritt und sich neben dich setzt und achte dich zuerst einfach mal auf seine Energie. Probiere gar nichts zu sehen, einfach nur die Energie zu spüren.
Wie fühlt sich die Energie von deinem Geistführer an? Ist sie fein und leicht oder eher kraftvoll? Vielleicht fühlt sie sich auch ein bisschen schwer an. Spüre einfach, wie fühlt sich dein Hauptgeistführer an. Dann stell dir vor, dein Geistführer gibt seine Hand zwischen deine Hände und spüre einfach mal die Hand von deinem Geistführer. Ist die Hand groß oder klein? Fein oder eher grob? Ist die Hand vielleicht behaart oder nicht? Ist es die Hand von einem älteren Wesen oder vielleicht von einem Kind, Frau oder Mann? Vielleicht hast du auch einige Bilder bekommen von der Hand. Vielleicht konntest du sogar eine Hautfarbe erkennen. Das kann sein, das muss aber nicht. Stell dir jetzt vor, dein Geistführer umarmt dich, er drückt dich ganz fest. Probiere diese Liebe zu spüren und achte dich auch, wie fühlt sich das an, wenn du deinen Geistführer umarmst und wenn du von deinem Geistführer umarmt wirst. Ist die Umarmung groß? Oder handelt es sich eher um eine kleine Person? Kannst du vielleicht, wenn du deinen Geistführer umarmst, einen Duft wahrnehmen? Wie fühlt sich das an? Nimm dann auch mal in Gedanken deine Hand und fahre mit deiner Hand deinem Geistführer über das Gesicht. Wie fühlt sich sein Gesicht an? Ist es zart, wie ein Frauengesicht oder ein Kindergesicht? Oder eher ein bisschen gröber von einem Mann oder vielleicht auch von einer älteren Person? Vielleicht kannst du einen Bart wahrnehmen oder eine Narbe. Probiere einfach mal mit deinen Händen das Gesicht deines Geistführers zu ertasten. Es kann auch sein, während du das machst, dass einzelne Bilder in dir auftauchen. Dann nimm das wahr, aber hänge nicht an diesen Bildern fest. Spüre dann auch mal die Kleidung von deinem Geistführer. Kannst du was Besonderes wahrnehmen? Sehe auch vielleicht mal hin. Vielleicht kannst du sogar ein konkretes Bild wahrnehmen. Vielleicht auch nur einzelne Teile von deinem Geistführer. Das spielt absolut keine Rolle. Setz dich dann einfach wieder bequem neben deinem Geistführer, spüre seine Energie und frage deinen Hauptgeistführer in Gedanken: Wie heißt du? Sag mir deinen Namen. Und schon nach 1, 2, 3 Sekunden hast du sofort einen Namen in deinem Bewusstsein gehabt und diesen behältst du dir. Auch wenn der Name vielleicht total gewöhnlich ist, vertraue einfach darauf, dass es der Name von deinem Geistführer ist. Auch wenn du vielleicht jemanden kennst, der so heißt, vertraue einfach darauf, dass das der Name von deinem Hauptgeistführer ist. Bedanke dich dann bei deinem Geistführer für diese Übung. Nimm wahr, wie er sich langsam zurückzieht
Lass dann selber langsam deinen Atem tiefer werden und komme dann in deinem persönlichen Tempo langsam wieder hierher zurück. Und öffne dann deine Augen, wenn es für dich richtig und gut ist.